Hallo und willkommen zu diesem Guide-Video zur Super-Abenteuer-Aufgabe hier auf gatenews.de. Bei diesem Erfolg handelt es sich um einen komplett neuen Erfolg, der 2019 mit der Rückkehr der Super-Adventure-Box ins Spiel gebracht wurde und der eigentlich relativ einfach ist. Ihr müsst 5 Gegenstände finden in der ersten Welt der Super-Adventure-Box bzw. im Hub der SAB. Und den ersten Gegenstand, den haben wir relativ schnell gefunden. Der befindet sich oben auf dem Baum, direkt in der Starterzone. Den müsst ihr dann nur mit der Schaufel ausbuddeln. Der Erfolg für die erste Welt ist relativ simpel. Auch für die zweite Welt ist er nicht übertrieben hart. Da benötigt ihr aber später ein Lied aus der Welt 2 Zone 1, das ich zum Beispiel nicht gelernt hatte, obwohl ich alle anderen Erfolge abgeschlossen habe. Es ist für diesen Gegenstand oder für diese Quest wichtig, dass ihr alles in der richtigen Reihenfolge sammelt. Das heißt, der eine Gegenstand wird zum nächsten Gegenstand. Entsprechend könnt ihr nicht irgendwie tricksen oder mit der Zone 2 anfangen oder im Hub anfangen oder wie auch immer ihr das lösen möchtet. Die ersten beiden Gegenstände befinden sich beide in der Zone 1. Alle Aufgaben aus der ersten Kategorie, aus dem ersten Erfolg hier, lassen sich auch im Kinderleichtmodus lösen. Für die zweite Kategorie müsst ihr einmal in den Normal Mode wechseln. Also für den zweiten Erfolg, der in einem separaten Video behandelt wird. Hier musstet ihr jetzt mit einer Bombe ein Loch reinwerfen, dann findet ihr diese neue Person, die bisher nicht in diesem Versteck stand. Das Versteck an sich existierte aber schon. Und wie ihr seht, habt ihr die ersten beiden Aufgaben nun erledigt. Und weiter geht's zum dritten Gegenstand und der befindet sich in der zweiten Zone. Theoretisch könnt ihr natürlich auch die Zone 1 abschließen und dann bis zur zweiten Zone euch fortspielen. Hier sind wir am dritten Checkpoint. Die Stelle hier dürftet ihr wahrscheinlich alle kennen, auch vor allem aus dem bockschweren Modus. Cooler Trick hier, ihr könnt eine Bombe werfen und wenn ihr die richtige Stelle trefft, dann läuft das Wasser hier ab. Und ihr könnt mit dem NPC sprechen, der dadurch auftaucht und erhaltet den dritten Gegenstand. Mit dem wiederum wechselt ihr jetzt in den Hub der Super Adventure Box. Das ist also hier die Lobby und da gibt es unten eine böse guckende Wolke. Und mit der, oder so böse guckt sie gar nicht, was ist die Tribulation oder die bockschwere Wolke. Und die wiederum gibt euch Gegenstand Nummer 4. Jetzt geht ihr in die Welt 1 Zone 3 und kauft euch zuallererst HP Potions. Also hier sind Lebenspunkte-Tränke tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil es eine Stelle gibt, an der ihr Lebenspunkte verliert. Wir müssen jetzt nämlich in einen versteckten Bereich, der schon vor Jahren entdeckt wurde und zu dem es auch bei uns ein Video gibt, aber in dem wir jetzt auch tatsächlich was zu tun haben. Am Ende dieses versteckten Bereichs wartet eine Truhe und in dieser Truhe bekommt ihr dann die Belohnung. Fangen wir mal mit der Belohnung an. Es gibt einen neuen Gegenstand, eine neue Waffe, die ihr einsetzen könnt. Und zwar die große Bombe. Die verursacht mehr Schaden und hat einen wahrscheinlich größeren Radius. Ausprobiert habe ich das noch nicht, als die bisherige kleine Bombe. Ihr könnt die kleine auch weiterhin werfen. Die kostet weniger Sphären als die große Bombe. Die kostet, glaube ich, 5, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle man die genau einsetzen soll. Vielleicht ist das auch was für zukünftigen Content. Auf jeden Fall könnt ihr sie euch schon mal erspielen. Und diese ganze Quest gibt am Ende ja auch 5 Erfolgspunkte. So, einen großen Teil des Weges kanntet ihr wahrscheinlich auch noch aus dem bockschweren Modus. Hier, der Teil ist jetzt komplett neu, falls ihr diese versteckte Area noch nicht besucht habt. Und hier ist ganz viel grüne Suppe, durch die wir durchlaufen müssen. Und deshalb auch die Lebenspunkte-Potions, die Heiltränke. Die sollten euch hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht das Leben retten. Hier kommt gleich der erste und eigentlich auch einzige knifflige Teil. Und zwar müsst ihr diesem Wasserfall entlang laufen und dann auf die andere Seite hüpfen. Wichtig, kurz bevor ihr abspringt, kann es sein, dass ihr ein Stück nach unten rutscht. Diesen Punkt solltet ihr vermeiden. Ich habe ihn beim ersten Mal getroffen. Beim zweiten Mal, seht ihr, kam ich da relativ entspannt drüber. Da habe ich aber auch schon 3-4 Versuche gebraucht, hatte keine HP-Potion dabei und durfte das Ganze noch einmal laufen. Deshalb nur dieser kleine Trick mit den Heiltränken. Ja, der Teil ist jetzt eigentlich, wenn man den Weg kennt,
relativ simpel. Das Schöne ist, der Weg hier kann durchaus variabel sein. Ich weiß nicht, ob mein Weg tatsächlich der beste Weg ist. Ich vermute aber mal, weil ich den auch schon vor 2 Jahren gesprungen bin, um zu dieser Position zu kommen. Da gab es diese Truhe auch schon, die konnte man öffnen. Da waren, glaube ich, nur Sphären drin und nicht mal so viele. Und jetzt ist da eben auch der finale Questgegenstand drin. Das heißt, diese Region hat jetzt ja mehr oder weniger einen Sinn. Ihr kriegt ja auch noch ein Leben geschenkt. Vielleicht ist das auch noch hilfreich für den einen oder anderen. Und dann hüpft ihr einfach hier oben weiter. Und da hinten liegt dann gleich die Truhe. Immer so ein bisschen orientieren, wo bin ich. Und da unten ist das Ziel. Und das ist der Abschluss der Quest. Das ist einer der 4 neuen Inhalte 2019 in der SAB. Hier seht ihr die Bombe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, denkt jetzt liken, denkt jetzt abonnieren. Besucht geht news.de. Lest unseren Super Adventure Box Guide. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut!